gern 6 Seile. Irgendwie wird hier gerade nicht wirklich so viel mehr, wie ich wollte. Wie brauchen wir denn hier oben eigentlich? Okay, wir können einmal so 2 Zeilen zum Schreiben da. Vielleicht gar nicht so schlecht. Und vielleicht was draus machen. So, was ist denn los mit dir hier? So, um Holz hacken? Ja, die müsste doch jetzt wieder alles angebaut sein, ne? Brauchst du noch ein Stück? Na gut, der muss auch immer gießen. Wenn wir das Pumpenhaus dann haben, die wollte ich auch irgendwann mal ersetzen, sollte es dann nicht mehr das Problem sein. Dazu brauchen wir halt durchgängig 100 Strom. Alles klar, du bist am Holzhacken, sehr gut. Und die kriegen wir nicht einfach mal so ran. Irgendwo haben wir doch nur eins. Da haben wir nur eins. Bevor das hier ausgeht, nachlegen. Okay, jetzt halt gleich. Wollen wir kurz warten, bis alle hier fertig sind? Komm schon, ich aussehen zu früh rausnehme. Wir brauchen noch 8 Bretter. Mike lässt gerade ein bisschen nach hier. Ja. Wer weiß, wo der schon wieder das Zeug holt. So, du generierst uns ja auch nur Kohle, ne? Das war eigentlich dennoch mal in die Küche.
Wir sollen auch bald mal in den Keller runter. Bei dir nämlich mal nachschauen. Nehmen wir bitte alles. Halt, da lang. Und dann ein bisschen Leben draus machen. Jetzt sind wir auch wieder voll. Jetzt am Arbeiten. Sehr gut. Gucken wir vielleicht wirklich irgendwann nochmal einen zweiten. Kannst du das weiter hier lagern? Perfekt. Habe ich da ein bisschen aufgeräumt im Winter. Das eine Mal müssen wir ja ohne Wagen losgehen. Du brauchst jetzt noch 8 Bretter. Und 4 Eisen. Speichern. Und wir gehen mal los. Das ist nicht so wirklich was zum Verteidigen, ne? Der Fisch hängt hier immer noch. Ich krieg den Fisch aber auch nicht los. Jetzt kann ich den Fisch. So. Na gut. Oh, der Speer ist auch gleich Schrott. Irgendwie den neuen. Ich wollte gerade sagen, ich hoffe, jetzt ist keiner hier. Na, jetzt nehme ich auch Schrott. Toll. Wo ist ein Nonsens, hat er uns gegeben? Weiter da nochmal. Richtung Nordosten. Okay, jetzt darf wirklich kein Bär entgegenkommen. Ohne Speer ist Bär doof. Ohne Speer gehe nicht auf Bär. Und ohne Ausdauermacher am besten gar nichts. Da. Hier sind wir, das ist ganz gut. Genau. Der oberen Ecke
Sollten wir doch das Ding hier irgendwie mal verlieren? Weil wir es ja mittlerweile ganz gut hinbekommen haben. Dieses Game nicht mehr abstürzt. Ja, Hühnchen, lach du nur. So, dann hätten wir jetzt mittlerweile drei dieser Maschinen hier rumstehen, das heißt. Nein, ich hätte gern. Da wiegen wir noch zwei rein, genau. Da nehme ich noch einen rein. Mal alles her und dann das heraus. Jawohl. Mal ein kleiner Bild Alu wieder. Sonst irgendwas hier? Nee, ne? Wir wollten ja eigentlich mit dem Wagen los. Jetzt lohnt es sich vielleicht zumindest öfters mal vorbeizugehen. Vielleicht haben wir da genug Alu. Da. Und wieder nach Hause. Diese Richtung. So. Wir speichern mal. Wenn das schon so anfängt mit Lecken. Lieber auf Nummer sicher gehen. So, Stream läuft noch, sehr schön. Ach ja. Irgendwie wünschte ich mir, wir hätten manchmal ein bisschen mehr Ausdauer als nur 100. Das ist doppelt der am besten. Ein kleiner Sprint ist halt doch schon. Na gut, später hätten wir das Auto. Wobei ich noch nicht so genau weiß, wie viel Sprit so eine Ladung aushält. Auf jeden Fall deutlich mehr mit uns rumschleppen. Wir müssten jetzt bloß schauen, dass wir ein bisschen Benzin zusammenbekommen. Und natürlich die Materialien, um das Fahrzeug zu reparieren. Ich hatte gar nicht mehr weiß, wie viel das war. Es war auf jeden Fall einiges. Mir weitaus schneller vorankommen. Aber auch oft auf dem Auto können wir mehr lagern. So, wir haben ja gar nichts mehr, ne? Warum auch immer ich mit dem Katana, die ich nicht töten kann.
Aber nun gut. Mal querfeld ein wieder. Also müssen wir uns einen neuen. Wir haben eigentlich genug zu Hause, ne? Aber auch bloß für einen Moment. Und das noch? Nee, eigentlich können wir das nicht mal mit uns rumschleppen. Ein paar Steine loswerden. Reicht das? Jawohl. Ja, wir sind ja komplett daneben gelaufen. Ich weiß, wir brauchten einiges an Stahl. Mach mich nicht mehr wie viel. Ein kleines bisschen zu viel wird das Ganze sein hier. Ja, es geht noch. Und die 10 Lehm schon mal reinschmeißen. Ich glaube, wir nehmen dann noch mal mit. Warum wiegt der Scheiß so viel? Ich ballert halt auch nicht was Wasser an. Dann geht weg. Ballern wir jetzt schnell mal da rein. Dann können wir nämlich noch ein bisschen Leben mitnehmen. Der Zement so rum. So. Geht gerade nicht. Dann die 4. Und da war das Ganze ganz schnell alles wieder weg. Was ist denn? Ist auch schon wieder auf. Warum halt irgendwie ein paar Elektrikteile, ne? Könnten wir hier schon mal lagern? Und halt bloß noch wirklich mehr. Würde ich schon sowieso irgendwo da oben hinsetzen. Das hier würde ich irgendwie nochmal korrigieren. Das sieht katastrophal aus. Rein theoretisch müsste es dann klappen, wenn wir das einfach hier irgendwie mit da unten drunter bauen. Alles irgendwie gut aussieht. Ich glaube, wir sind hier voll, ne? Da müsste noch was hin. Haben wir das, haben wir das, haben wir. Haben wir auch.
Jetzt sind eher an Brettern. Vielleicht habe ich ja noch eine verrückte Idee. Aber ein andermal. Komm hier. Mal nachgucken, ob hier überhaupt schon was draus geworden ist. Wow, ganze vier Stück. Und du bist auch aus. Da müssen wir auch nochmal nachladen. Einiges an Roheisen. Dann müssen wir wahrscheinlich gleich mal in die nächste Höhle. Das ist damit voll. So. Ein Zug. Perfekt. Und ich glaube, wir brauchten einiges an Stahl, ne? Erstmal brauchen wir vor allem Stahlspeerspitze wieder. Eins, zwei, drei Stöcke. Wenn es mich nicht irrt. Gegenstände. Bolzen. Nee, wo ist er denn? Da. Stahlspeer. Und fünf Pflanzenfasern. Probieren. Okay. Mal auch wieder einen ordentlichen Speer. Sehr schön. Wie viel hält denn eigentlich noch die Spitzhacke aus? 14 sollte theoretisch reichen. Und gleich mit dir los. So viel, ne? Sehr voll. Ich glaube, ich weiß, was ich noch machen muss. Ich brauche die Ölpumpe noch. Ich glaube, wir brauchen Öl für Plastik, ne? Okay, 15 mal Ölkanne. Und Rindenmulch. Bist du hier effizienter? Ölpumpen müsste ja theoretisch effizienter sein, oder? Okay, ich sehe gerade, was der alles braucht. 20 Stahlbahnen. Da kommt, glaube ich, schneller, wenn wir erstmal das Auto machen. Weiß jemand von euch noch, wie viel das Auto brauchte? Habe ich ehrlich gesagt gerade nicht so ganz auf dem Schirm. Aber wir brauchen, glaube ich, noch ein bisschen mehr Stahl. Nimm dich mal mit. Speichern. Braucht auf jeden Fall einiges an
Stahl, Mechanik und elektronischen Teilen. Wir hätten auch gleich was mitnehmen können. Noch einiges an Blei. Aber gerade ein Skorpion. Ja, wo bist du hin? Scheißegal, wie schnell du irgendwie, wenn du nicht mit Pfeil und Bogen arbeitest, trifft dich den Computer immer. Gleiche Reichweite wie du mit dem Speer. Hier ist nichts weiter. Auch nichts. Skorpione, warum ihr seid, bleibt einfach da, wo ihr seid. Brauche ich jetzt gerade nicht unbedingt. Schon mal vor, dass diese Steine hier mit der Zeit wiederkommen. Ich glaube, ich habe irgendwann ein Problem. Wäre Blei nämlich eine der seltenen Ressourcen. Jede einzelne Höhle abklappern. Bei 65, das wird noch klappen, dass wir das hier mitnehmen. Oh, es sind sogar zwei. Dann müssen wir vielleicht nochmal den einen oder anderen Stein rausschmeißen. Nee, klappt noch. Sehr schön. Dann nix wie wieder raus hier. Wir müssen dran denken, dass wir das hier irgendwann wieder neu starten. Da habe ich jetzt mal nichts mitgenommen. Trinken, das können wir schon mal essen. Und dann einmal alles her hier.
hier? Noch Koffer. Da schon mal reinhauen. Da haben wir noch dreimal Eisen. Und wir brauchen wieder Nachschub, sehe ich gerade. Auch mal wieder neue herstellen. Du brauchst dann noch Sand. So. Shit. Zeug aufgenommen. Wollte ich gar nicht. Na gut. Ein Zweier. So, wieder rein, das da rein. Das sollte man noch gerade so hinkriegen. Ich hatte einen Screenshot gemacht, was wir für das Auto brauchen. Ganz viel Stahl. Runter? Ne, fast. Die Steine könnten auf jeden Fall erstmal hier raus. Lehm hier auch. Okay, ist alles wunderschön voll. Passt gut. Und wenn ich jetzt da reinhaue, dann kackt der Strom ganz ab. Nix. So verdammt viel mehr. Mein Wagen. Ja. Rein, reinräumen. Wir müssen eh schlafen. Okay, das machen wir ganz kurz arbeiten. Ich speichere nochmal. Mal kurz schauen. Wo sind wir denn da? Das da weg. Was haben wir denn?
Wir brauchten 20 Stahl. Oh, doch keine Elektronikteile. 20 Eisenbahn. Oh, 25 Plastik. Und 15 Mechanik. Und jetzt klappt nach. Wie gut wird das hier alles zusammenbekommen? Eigentlich. Ja, die beiden Regale hier voll. Vielleicht hier mal reinhauen. Ich bezweifle allerdings, dass wir das alles überhaupt in einen Durchgang da hochgeschleppt bekommen. Erstens haben wir nur 20 Mechanikteile. Wir brauchen aber auch außerdem bloß 15. 15? Und leider 25 Plastik und wir haben nur 20 Plastik. Und also irgendwo noch 5 Plastik her. Und hier oben kann ich das nicht wieder rausnehmen. Gegenstände. Plastik. Genau die 5 bräuchten wir. 25 Rindenmulch und 15 Ölkannen. Und dann haben wir, glaube ich, 4. Okay, 15 Ölkannen, dann hätten wir nämlich alles und dann könnten wir das Auto reparieren. Und dann wären wir nochmal deutlich mobiler. Warum bist du jetzt ausgegangen? Danke. Da unten sollen wir weitermachen. Wir brauchen viel, viel mehr Strom, damit es hier mal flüssig und ordentlich läuft. Drei Ölkannen und 5 Rindenmulch. Ja, wir könnten Glück haben, dass wir da oben irgendwo Plastik finden. Aber, wenn ich überhaupt so viel mitgenommen habe. Am Chemietisch. Dann da bitte. Danke. Hey, wir haben ein Plastik. Sind ja nur noch 4. Also wir können es ja erstmal versuchen. Wenn wir da mal Glück und wir finden da oben was oder wir müssen dann sowieso ein zweites Mal laufen, weil. Ich zweifle, dass wir das alles hier mit einmal wegschleppen können. Halt. Mal ganz kurz. So, jetzt aber. Gut, dann hätten wir schon mal das Eisen. Der hier. Rohes Fleisch. Einmal dahin. Dann decken wir uns hier jetzt noch was. So, hau doch mal rein, du. Weniger Vitamin. Ne, Fett ist weniger, ne? Ja, extrem viel Protein, aber wenig von dem anderen. So, wir hauen uns mal ordentlich voll hier. Warum? So, jetzt war wirklich mal wieder alle Leisten voll.
Und wir müssen in das Dorf da oben.